Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer, ich glaube 21, es ist von Transport Fever 2. Ja, letztes Mal hat hier die Fabrik geschlossen und wie wir jetzt sehen, ist das jetzt ein verwaister Lagerabladeplatz. Und ja, da müssen wir jetzt gucken, was wir daraus machen. Schauen wir mal weiter, ne? Ich weiß es noch nicht. Nach dem Intro, denke ich, werden wir überlegen, was wir damit machen, ob wir das abreißen oder ob wir schauen, dass wir was anderes anbinden. Bin mir noch nicht sicher. Ich sag mal, bis gleich. So, dann gucken wir mal rein. Spiel steht noch. Lassen wir mal laufen. So, was passiert denn hier eigentlich? Wird denn das jetzt hier eigentlich vollgeladen? Kann man das hier irgendwo sehen? Emission 70. Ne, das ist das Fahrzeug. Das will ich ja nicht. Ich will ja die Station haben. Da sieht man jetzt auch nichts, oder? Liegt da was? Liegt da nichts? Ne, die nehmen das, denke ich, wieder mit, oder? Naja, es ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Wir haben jetzt den hier. Eine neue Industrie wurde gegründet. Da. Krass. Gleich nebenan. Und Abnehmer will ich jetzt hoffen... Ist auch das Möckern. Das Hallendorf. Achso, Lieferanten brauchen wir nicht abnehmen. Ah, zum Glück. Und da ist Lightscore. Ich glaube, das war der, ne? Ja. Oh, zum Glück. Das ist schon mal gut. Allerdings ist diese Station jetzt nicht da eingebunden, ne? Gut, aber nicht schlimm. Dann müssen wir ja nur eine neue bauen. Das passiert hier. Hier. Das war LKW-Station, ja. Und ein bisschen drehen noch. Geht das auch billiger? Geht das andersrum vielleicht? Und das noch billiger? Hm. Ja, ist immer teuer. Hier ist es noch. Nee, hier ganz hinten wäre es am günstigsten mit. Komm, machen wir, egal. So, das bedeutet, wir müssen jetzt die Linie da ändern. Schauen wir, dass wir die Linie kriegen. Welche war das? Ich weiß nicht, 20 war das, glaube ich, ne? Ja. Linie verwalten. Halt hinzufügen ist der da. Und das ist West, muss raus. So, dann passt das jetzt. Jetzt sollten die LKWs von dort das Getreide holen, ne? Und das nach da bringen. Und die... Achso, da müssen wir jetzt noch das anders machen. Hier muss ja noch eine Linie drauf sein, ne? Genauso ist es. Linie 21, 22. Wieso ist jetzt 21, 22 hier? Cargo, Holz. Linie verwalten. Wo ist denn das? Ach, das ist nur hier. Irgendwie ist da was falsch gelaufen. Schmeiß die Linie mal weg. Linie 22. Wichtiger Hinweis, Fahrzeug auf der Linie. Wie, Fahrzeug auf der Linie? Okay. Wie kriege ich die jetzt angezeigt? Linie 21. Wo fahren die denn hin? Linie verwalten. Lightscore West ist hier und Blumenstraße ist wo? Wie komme ich denn da jetzt nach der Blumenstraße hin? Ah, okay. Da ist Blumenstraße. Gut, das ist dann Lightscore West, ist dann verkehrt. Haltestelle hinzufügen, diese. Und Lightscore West raus. So, das passt. Hier stehen jetzt zwei LKWs und die sind falsch, ne? Fahrzeug verwalten. Und das war jetzt Linie 21, ne? Und dieses Fahrzeug? Linie 21 und dieses Fahrzeug? Beide Linie 21 fahren erstmal. Gut, jetzt müssen wir nur gucken. Den können wir jetzt abreißen, ne? Nichts wartend, konfigurieren. Abreißen.
Ist das dann weg? Abriss bestätigt. Ich glaube, jetzt ist weg, oder? Ah, der Balken muss voll werden. Okay, dann passt das. Hier ist eine schicke Straße gebaut und hier haben wir die nächste Haltestelle jetzt, die dann funktioniert, hoffe ich. Hier stehen keine Waren, aber es liegt daran, dass wahrscheinlich erst noch welche gebracht werden müssen. Er hat aber nichts. Und der fährt noch mit Holz durch die Gegend. Hat nix. Hat auch nix. Hier fahren noch Fahrzeuge. Was hat er? Oh, er fährt mit Zahnrädern durch die Gegend. Und hier liegen jetzt auf jeden Fall Waren. 49 passt. Gut, das heißt, die werden hoffentlich da alle hingebracht. So, und wer bringt hier was weg, ist die Frage. Linie 20. Fahrzeug verwalten. Fahrzeug verwalten. Aber der fährt jetzt weiter, ne? Die haben nur einen kurzen Halt. Ja, die fahren jetzt leider leer. Und Linie 20 fährt wohin? Linie verwalten. Lightscore Süd. Wie komme ich da hin? Ah, das ist ja hier. Okay, das Linie 20 ist also hier und Linie 21 ist abliefern in der Stadt. Gut, passt. So, die müssten jetzt aber erst noch fahren. Okay, das ist wieder schlecht, weil da ist ein Fahrzeug, was Bretter bringt und fährt langsam und hält den anderen wahrscheinlich auf, weil der fährt 25 und der kann 40, ne, oder? Ah, der biegt ja jetzt hier ab, oder? Ja, und wird in der Kurve noch langsamer. Der müsste jetzt richtig Speed machen, mit 40 weiterfahren, so sieht's aus. Das heißt, der muss definitiv mal getauscht werden, ne? Aber der ist noch gut, ne? Nee, das... Dann soll er noch ein bisschen fahren. So, hier passiert leider noch nichts, aber das wird ja gleich kommen. Warum er jetzt hier noch so ein Ausrufezeichen stehen hat, weiß ich nicht. Kann man das irgendwo abreißen? Straßenabschluss dann nur an... Ach so, interessant. Aber das muss ich doch dann anders abreißen können. Hiermit bestimmen, ne, oder? Abriss bestätigen. Ja, jetzt ist es weg. Okay, gut. Haben wir das geschafft. Hier stehen jetzt die Leute und ich möchte nicht mehr abreißen. Ah, gut. Da stehen jetzt 14 Leute und dieser Zug fährt noch wunderbar hoch. Wir haben noch 1,7 Millionen. Das ist schon mal eine Hausnummer. Und ja, leider fährt hier auch wieder so eine Motorkutsche. Fahrzeug verwalten. Mittelmäßig. Ja, weiß ich jetzt auch noch nicht, was wir damit machen, ne? Wahrscheinlich wird hier keiner überholen. Das hat man ja herausgefunden, dass diese Straße nicht zum Überholen gut ist, ne, oder? Aber die fahren ja jetzt wenigstens schon mal so schnell wie die. Und das ist irgendwie auch ein anderer. 40. Hier kann man nicht so schnell fahren, oder was? Oder war das jetzt wegen der Kurve? Könnte natürlich auch wegen der Kurve sein, ne? Aber der fährt nur 25 und die können 40, ne? So, jetzt ist die Frage, ob das hier in irgendeiner Form mit mal überholen geht. Aber so wie sie aussieht, nicht, ne? Das ist doch doof. Wofür baue ich dann sowas? Okay, wir kommen da auf jeden Fall voran. Haben jetzt hier einen Zug, der wie voll ist? Oh, voll geladen sogar, sehr gut. Der zweite Zug ist hier und ist auch voll geladen. Wie viel stehen hier?
Da stehen 71. Wie wir stehen auf der anderen Seite dann für den? 72. Das heißt, wir sollten diesen Zug jetzt mal upgraden, oder? Und so wie es aussieht, haben wir ja gerade die finanziellen Mittel dafür. Fahrzeug verwalten. Ersetze gewähltes Fahrzeug. Oh, da sind ja viele Züge schon da, ne? Also 700. 787. Wie schnell fährt die? Die fährt 50. Die fährt sogar 60. Lass uns nach dem Personenanhänger gucken. Oh, der fährt sogar 100. Der fährt auch 100. Hier 14, da 17. Okay, das bedeutet, der wäre unser Anhänger. Boah, 1 Million. Und der 800.000. Hm. Allerdings 2 Stück davon und es fahren mehr wie bei dem anderen, ne? Dieses Geld haben wir nicht über. Das Geld haben wir auch nicht über. Die fährt 100 und hat 3,7 Millionen. Okay. Die fährt 60. Oh, das ist aber teurer Spaß hier, ne? 50 km/h müsste man sich dann leisten, ne? So, den fügen wir mal gerade hinzu und dann überlegen wir halt, den hier zu nehmen, ne? So, das sind 34. Ich würde aber noch einen mehr nehmen wollen. Und das kostet uns dann 3,7 Millionen. Nee, haben wir nicht. Wenn ich jetzt einen weniger nehme, kostet uns das 2,7 Millionen. Die haben wir auch noch nicht, aber da wären wir näher dran. Ne? Und hätten dann eine Gesamtkapazität von 34, wären schon 10 mehr wie jetzt. Ja. Schwieriges Unterfangen, ne? Er fährt hier. Okay. Das mit dem Holz, das läuft ja erstmal. Die Bretter werden auch rumgebracht nach hier. Daimler Decksitzwagen. Okay. Oh, das erste Flugzeug, kann das sein? Naja. Ja. 32 Passagiere. Wo ist der Zug? Da ist er voll. Nee, nicht ganz. Fahrzeug verwalten. Welche Lok haben wir denn da? Okay, das ist diese mit 60 km/h, glaube ich, ne? Ja. Okay. Komm, wir gehen nochmal zu der. Fahrzeug verwalten, Fahrzeug ersetzen. Und die wäre jetzt mit 60 km/h diese. Oh, die kostet schon 1,6 Millionen. Haben wir so viel Geld ausgegeben? Ui. Das ist viel Geld. Aber wir haben viel Geld, ne? Müssen jetzt nur mal gucken, wann die da alle ankommen, ne? Und dann müssen wir anfangen, mal die Linie auszubauen mit Transport. Hier wird es ja Sinn machen, Güter hier hinzubringen, ne? Vielleicht sollten wir da erstmal dran arbeiten. Dass wir hier die Güter transportieren. Zweigleisig machen, oder? Obwohl, das ist eine Ausweiche. Erstmal hier einen Bahnhof hinkriegen. Erstmal was machen hier. Zack, zack, Gebäude. Passagierkopfbahnhof, Güterbahnhof. Kopfbahnhof. Nee, Güterbahnhof wäre schon so richtig. Würden wir jetzt ein bisschen drehen. Würde ich so machen wollen. Dann kann man auch umbringen hier, die Güter von da unten hier hochbringen und umgekehrt. Und hier könnte man entladen und auch weiterfahren dann. 234.000 macht schon mal Sinn. Gleise. Ne, das war jetzt verkehrt. Ah, dann fahren sie nicht ganz so schnell, ne? Aber da wieder 120, oh, das geht so. Ich glaube, das machen wir mal so. Hat nicht geklappt zum Anschließen, ne? Super, oder?
Auch nicht möglich, läuft doch, oder? Oh Mann, ey. Ist das jetzt angeschlossen? Ich hoffe es, ne? Ja. Gut, das bedeutet, da kann der Güterzug schon mal fahren. Und jetzt muss er hier noch hin. Aber den kann man jetzt hier nicht so erweitern mit, ne? Konfigurieren und dann, Gleise ist klar, Plattform. Oh, doch, kann man. Aber würde jetzt eher Sinn machen, den da hinten hinfahren zu lassen, oder? Aber das wird vielleicht billiger, wenn ich das so konfiguriere, oder? Das kostet nur 18.000. Würde ich da einpacken wollen? Plattform, Güterplattform, Passagierplattform. So, jetzt ist es in beider Möglichkeiten, ne? Gegeben. Passagiergebäude? Nee, Gütergebäude. Wofür sind die gut? Mittelgroßes Hauptgebäude, Straßenzugang für Güterbahnhöfe bietet Kapazität für 40 Gütereinheiten. Okay. Okay. Da wäre es aber schlecht, ne? Oh, das ist überall schlecht wahrscheinlich. Kostet aber auch nur 21, kann man ja wieder abreißen, wenn, ne, oder? Machen wir erstmal da so hin. Ich hoffe, das ist jetzt richtig angebunden. Jetzt müsste man gucken, kann man jetzt ein Fahrzeug dann da von da nach da fahren lassen? Das wäre jetzt die Frage, ne? Kann ich jetzt ein Fahrzeug hier nehmen? Warte mal, wir müssten das von der Linie da nehmen. Weil das wäre es ja hier, ne? So, Linie 12. Fahrzeug 36. Fahrzeug verwalten. Neue Linie. Geht das? Von da nach da? Geht. Haltestellen passen nicht zusammen. Okay, alles klar. Das heißt, das funktioniert doch nicht. Wäre schön gewesen, wenn jetzt hier so eine Anlieferung gewesen wäre, ne? Das bedeutet, wir müssen hier dann wahrscheinlich sowas bauen, ne? Oder kann man das hier noch Gebäude? Elektrifizierungstool, ne? Ne, warte, das war ja hier konfigurieren, ne? So. Kleines Nebengebäude, kleines Nebengebäude mit Straßenzugang für Güterbahnhof. Okay, aber leider funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Plattform ist klar, Passagiergebäude, Gebäude, Verschiedenes. Passagierunterführung, Seiteneingang, Plattformdach. Gütergebäude. Kleines Nebengebäude. Nee, das funktioniert wohl nicht so. Dann müssen wir wohl ein Terminal bauen. Ich bin mir ja jetzt nicht sicher, aber es wird wohl so sein. Drehen wir das Ganze mal. Bahnhof ist dann angeschlossen, ne? Ja. Machen wir so. Machen wir so.
Und dann müssen wir gucken, dass wir das hier von Linie 12 nochmal ein Fahrzeug kriegen. Fahrzeug verwalten. Neue Linie. Von da nach da. Und ja, sollte dann fahren, oder? Fahrzeug verwalten. Ach, das ist schon die neue Linie, ne? Ist dann jetzt die Frage, ob der was mitkriegt, ne? Hier steht natürlich nichts. Alle stehen das auf Linie 12. Liegt wahrscheinlich da noch. Nee, ach, liegt daran, weil noch kein Zug drauf ist. Genau so sieht's aus. Fahrzeug kaufen. Ein Zug. So, der fährt da. Das sind 60 km/h. 1,6 Millionen. Hätten wir, aber ist zu teuer. Wir nehmen den 50er hier. Und hinzufügen. Und dann müssen wir jetzt gucken, wie wir das Zeug mitkriegen, ne? Da nicht mit, da nicht mit. Da wird's mitgehen. Fährt auch 50. Der fährt schon 80. Der kostet 373. Und der kostet 116. Komm, dann kaufen wir den. Und ja, werden den noch hinzufügen müssen. So. Das haben wir jetzt irgendwie falsch gemacht, ne? Ja, irgendwas ist hier verkehrt gelaufen jetzt natürlich. Fahrzeug verwalten. Kann ich die jetzt kombinieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Schemmerhofen Baumaterial, Zeit bis zur Schließung. Okay, der geht kaputt. Machen wir nie wieder, dass wir sowas anpacken. Fahrzeug verwalten. Warte mal, das weg. Das weg. Jetzt Fahrzeug verwalten. Wie kriege ich den denn jetzt bitte schön da dran gegangen? Neue Linie. Geht von da nach da. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Ich glaube, er kann verlinken Abzweig. Das heißt, können wir das verschieben? Mach den mal weg. Fahr erst nach Leitzgau und dann nach Wellingen Abzweig. Der wird nie wieder zurückfahren können dann, oder doch, wenn ich den da unten mache. Fährt er jetzt hier raus? Ne, der ist schon da rausgefahren, ne? Oh, fahr mal wieder ins Depot. Fahrzeug verwalten. Und ins Depot schicken. Macht er ja, macht er. Glück gehabt. So, und jetzt müssen wir hier nur den, weiß ich gar nicht, wie man die hinkriegt. Fahrzeug verwalten. Wie kriege ich den denn da jetzt dran gehangen? Alle Fahrzeuge ändern. Aha. Jetzt habe ich es gefunden. Und dann kaufen wir noch den hinzu und den auch noch. Aber er macht es schon wieder mit Zug da. Okay, ändern für. Jetzt hat der vier Anhänger. Ah, die neuen nehmen neue Güter an, Baumaterial und Waren. Und der jetzt? Auf Linie. Ja, wenn ich das jetzt auswendig wüsste, ne? 26. So,
Jetzt müssen wir nur gucken, wo er ist. Da ist er. Und kann jetzt wahrscheinlich fahren, weil der andere im Weg ist. Nee, er könnte fahren. Warum fährt er aber nicht? Gewähltes Fahrzeug ins Depot schicken. Kommt er da hin? Warum fährt er jetzt nicht? Ich verstehe es nicht. Gleich kracht es und dann sind die Züge ineinander gefahren oder so, ne? Wieso fährt er nicht? Muss ich schnell noch ein Signal hier hinbauen oder was? Ja, das war's. Gut, okay, dann kriegen wir den auf jeden Fall noch gerettet, bevor der andere da reinkracht, wenn er denn hier kommen würde. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt ist. Da ist er zum Glück. Ja, wir machen mal auf Stufe 2, ne? So, der ist noch voll geladen. Wir haben noch 1 Million an Geld, das ist schon mal gut. Er fährt jetzt hier da lang, das heißt, wir müssen warten, bis der weg ist. Ja, und hier müsste man eigentlich schauen, dass der noch so eine Kurve kriegt, ne? Oder? Dass der hier drehen kann, ne? Krümmung zu groß. Ja, komm, das Geld haben wir über dafür. Geht. Ich hätte auch andersrum machen können, ne? Dann jetzt ist eigentlich ein Kopfbahnhof geworden. Ja, nicht so prickeln, ne? So, er fährt jetzt hier rein. Dann müsste er gleich starten können, oder? Er muss da auf Linie 26. Wer fährt jetzt als erstes? Der, aber das ist nicht schlimm. Dann fährt der Vorsprung, der kann gleich wieder zurück. Und fährt er daneben her? Nee, ne? Jetzt knallt es gleich ordentlich, oder? Oh, das kann nicht wahr sein, oder? Jetzt steht er da im Weg. Fahrzeug verwalten und ab ins Depot. Irgendwann schaffen wir es schon nochmal. Linie 24, die haben Probleme. Kein Fahrzeug wahrscheinlich, oder? Zu wenig Haltestellen, okay. So, der ist jetzt weg. Und der kann jetzt endlich wieder auf Linie 26. Jetzt fährt er da raus. Und bei denen geht das, ne? Mit den Türen. Wunderbar. So, was hatte er jetzt hier für eine Fehlermeldung? Linie 24. Passagierstütz kann nicht von Güterzugfahrzeug benutzt werden. Oh, das ist jetzt nicht wahr, oder? Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? So, das bedeutet, reiß das mal ab. Ich sag, jetzt kann ich dieses einzelne Gebäude nicht abreißen, oder was? So, konfigurieren. Und abreißen, das Gebäude. Und dann will ich jetzt einen Gühleis dahin bauen. Dafür muss ich jetzt wahrscheinlich das da abreißen, was ich aber nicht hier kann, sondern wahrscheinlich nur hier kann.
So, jetzt brauche ich noch ein Gleis daneben. Nee, nicht abreißen. Das weg, das anklicken, konfigurieren, Gleise, bauen, bauen. Bauen, sein lassen, Gleis nehmen, dieses diesmal und anschließen, oder? Passt. So, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, ob das da so ist, ob das geht. Also eigentlich müsste es ja gehen, steht hier, ne? Passagiergebäude. Gütergebäude. Könnte ich jetzt hier hinschmeißen. Kollision steht da mit der Straße. Super, oder? Das geht. Dann machen wir das doch mal. So, aber hier steht immer noch, kann da nicht, ne, oder? Linie verwalten. Lightscore. Ne, ich würde gerne, dass der da anhält, aber so wie es aussieht, geht das nicht. Ja, ich habe hier einen schönen Bahnhof gebaut mit Gütern, aber ich kann ihn nicht annehmen. Ja, 20 Güter könnten hier stehen. Ich weiß nur nicht wie. Schade, oder? Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Diese ist schon über 30 Minuten lang. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.